Monkey installiert für dich automatisch Software auf mehreren Macs und erspart dir dadurch viel Zeit. In diesem Video stelle ich dir Monkey kurz vor. Software auf vielen Macs aktuell zu halten, ist einfach zeitaufwendig. Besonders wenn du von Mac zu Mac läufst und alle Apps manuell installieren musst. Deshalb ersparen sich Administratoren diese Rennerei durch Fernwartungsprogramme. Apple bietet hierfür zum Beispiel die eingebaute Bildschirmsteuerung oder den kostenpflichtigen Apple Remote Desktop. Aber das erspart nur das Laufen, also die Installation, die muss der Admin trotzdem noch durchführen. Darum suchte ich nach einer besseren Lösung und fand das kostenlose Programm Monkey. Monkey wird einmalig auf dem Mac installiert. Der Anwender öffnet dann einfach regelmäßig die geführte Softwareaktualisierung. Die prüft dann automatisch, welche Apps noch fehlen oder aktualisiert werden müssen und lädt die dann vom Monkey-Server runter. Und mit einem Knopfdruck werden die dann komplett installiert. Mehr ist nicht zu tun. Übrigens das Admin-Passwort, das muss der Anwender gar nicht kennen, denn Monkey läuft selbst mit Administratorrechten. Zum Test lösche ich mal eine von Monkey verwaltete App. Die geführte Softwareaktualisierung erkennt dann, dass diese App fehlt und installiert sie einfach wieder. Mit Monkey kannst du Apps installieren, die du kostenlos aus dem Internet geladen hast oder die du irgendwo gekauft hast oder Apps, die du über den App Store bezogen hast. Aber du kannst damit auch Apps löschen und sogar Sicherheitsupdates von macOS einspielen. Und das Einzige, was du dazu brauchst, ist dein eigener Monkey-Server. Monkey lädt nämlich die Apps von deinem Monkey-Server runter. Und von dem erfährt es auch, welche Apps in welcher Version auf den jeweiligen Macs installiert werden sollen. Das Konzept dahinter ist total einfach und genial, denn dieser Monkey-Server besteht im Grunde nur aus einem stinknormalen Webserver und den kann man fast überall betreiben, also zum Beispiel auf deinem bestehenden Server, egal ob das jetzt Linux, Windows oder Mac ist, auf einem anderen Arbeitsplatz, in einer virtuellen Maschine und sogar auf einem Raspberry Pi. Alles kein Problem. Admins müssen allerdings zusätzlich noch die Daten dieses Servers verändern können und das geht am einfachsten, indem man die als Netzlaufwerk freigibt. Wenn du Fragen hast, wie man so einen Monkey-Server installiert, dann schreib mir die einfach mal als Kommentar und dann drehe ich vielleicht einmal ein Video drüber. Normalerweise werden die zu installierenden Apps auf deinem Monkey-Server über das Terminal verwaltet. Falls das Terminal nicht so dein Ding ist, keine Panik. Es gibt nämlich ein kostenloses Programm namens Monkey Admin. Und mit der kannst du auch diese ganze Verwaltung erledigen. Das heißt, neue Apps auf den Server hochladen, alte Apps löschen oder zum Beispiel festlegen, welche App genau auf welchem Mac installiert werden soll. Ich habe die letzte Version 1.6.0 von Monkey Admin getestet und die hatte allerdings noch ein paar Fehler drin. Deshalb empfehle ich dir, dass du die Pre-Release-Version ausprobierst. Das ist die Version 1.6.1, denn die läuft meiner Erfahrung nach echt stabil. Ich habe Monkey jetzt seit einigen Wochen im Einsatz und ich spare damit tatsächlich Zeit. Denn die Anwender können ja jetzt selbst ihre Apps auf dem aktuellen Stand halten. Außerdem ist Monkey kostenlos, denn Monkey ist Open Source Software und wird auch aktiv weiterentwickelt. Was damit nicht geht oder wofür es nicht konzipiert ist, ist zum Beispiel die Verwaltung von Einstellungen. Aber dafür gibt es ja spezielle andere Programme, die du zusätzlich zu Monkey benutzen kannst. Falls du noch Fragen hast, dann schreib mir bitte einfach einen Kommentar. Vielen Dank fürs Zuschauen. Mach's gut. Tschüss.